Hallo aus Bergamo. In diesem Video zeige ich die Schönheit der historischen Altstadt, die man aus allen Perspektiven mal gesehen haben sollte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Wenn du mehr aus Italien sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. Buongiorno. Wir sind in der Lombardei in Norditalien. Und hier, an den südlichen Ausläufern der Alpen, fahren wir mit der Funicolare, der Standseilbahn, auf den Hügel San Vigilio. Von hier oben hat man ein spektakuläres Panorama auf die Città Alta, die Altstadt von Bergamo. Außerdem kann man hier die Überreste einer spätmittelalterlichen Verteidigungsanlage besichtigen. Die eigentliche Oberstadt von Bergamo, sie liegt einem im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen und man hat fast das Gefühl, bereits in der nördlichen Toskana zu sein. Nun sind wir in der historischen Altstadt und hier am Mittelpunkt, der Piazza Vecchia. Hier steht dieser Glockenturm, den man auch besichtigen kann. Der Blick herunter auf die Altstadt und die Gebäude ist toll. Die 100 Glockenschläge des Turmes läuteten einst die Sperrstunde ein und riefen nächtliche Trunkenbolde auf den Nachhauseweg. Noch heute wird diese Tradition gepflegt und pünktlich um 22 Uhr hallen die Glockenschläge durch Bergamo. Die wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten Bergamos liegen alle rund um diesen Turm und damit rund um die Piazza Vecchia verteilt. In der Mitte dieses beeindruckenden Platzes liegt der Contarini-Brunnen, der nach einer venezianischen Patrizierfamilie benannt wurde. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass hier auf diesem Platz das Herz Bergamos schlägt. Passiert man von dort aus den Palazzo delle Ragioni mit dem Wendekreis der Sonnen, befindet man sich in der Piazza Duomo mit dem etwas unscheinbar wirkenden Dom und gegenüber der Marmorkathedrale Santa Maria Maggiore mit angebauter Colleoni-Kapelle und einem freistehenden Baptisterium. Diese Gebäude waren eben auch bereits vom Glockenturm aus zu sehen. Möglicherweise war hier früher die Gerichtsstätte Bergamos gewesen. Es war früher Tradition, in Kirchenportalen Gerichte abzuhalten. Der Rote Löwe könnte hierfür ein weiterer Hinweis sein, denn er wird häufig mit dem Thron Salomons in Beziehung gesetzt, der von zwei Löwen flankiert war. Seit alters her ist Rot die Farbe der Richter, so wie heute noch beim Bundesverfassungsgericht. Deswegen wurden die betroffenen Kirchenportale rot gestrichen, wenn sie als Gerichtsstätten genutzt wurden. Santa Maria Maggiore verzaubert innen drin mit aufwendigem Stuck- und Goldeinlegearbeiten sowie mit Gemälden und Wandteppichen. Die Geschichte dieser Kirche geht ins 12. Jahrhundert zurück, als Bergamo von einer großen Dürre heimgesucht wurde, auf die Hungersnot und die Pest folgten. Die heilige Jungfrau wurde um Hilfe angefleht und man entschied sich für den Bau dieser Kirche, die allerdings paradoxerweise bis heute nicht vollendet ist. Links neben Santa Maria Maggiore steht der barocke Dom von Bergamo aus dem 17. Jahrhundert. In einer Seitenkapelle befindet sich auch eine Statue für den heiligen Papst Johannes den 23., zusammen mit persönlichen Gegenständen und dem Holzsarg, in dem er bis zu seiner Umbettung in den Petersdom nach seinem Tod gelegen hat. Bergamo ist auch für seine venezianische Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert berühmt. Spätere Feinde sollten von einer Belagerung von vornherein abgehalten werden. Da sich die Wohnhäuser von der Bergkuppe auf die Hänge ausgebreitet hatten, mussten zahlreiche Gebäude an den Berghängen abgerissen werden und tausende Menschen verloren ihr Heim. Die Folgen sind noch heute im Stadtbild sichtbar. Jeder verfügbare Platz in der Altstadt wurde genutzt. Als nichts mehr ging, begann die Ansiedlung im unteren Bereich außerhalb der Mauern. Die Unterstadt von Bergamo entstand. Durch die Uneinnehmlichkeit ist die Città Alta noch komplett erhalten geblieben.
Wer sie bequem erreichen möchte, der kann von der Neustadt aus eine weitere Funikulare nutzen. Bergamo liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Mailand an der Grenze zur Po-Ebene. Der Hügel, auf dem die Altstadt liegt, gehört zu den letzten Ausläufern der Alpen. In der modernen Neustadt befinden sich heutzutage die Verwaltungen und die wichtigsten Einrichtungen zur Infrastruktur sowie die meisten Hotels. Für Italienliebhaber, die vielleicht an die Oberitalienischen Seen möchten, ist Bergamo ein perfekter Haltepunkt. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Italien interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.